Sensationeller Ausblick. Wunderbare Stimmung hier. Blick aufs weite Meer. Herrlicher Sonnenschein. Salzluft. Schnuppert mal. Ja, Salzduft liegt in der Luft. Okay, ich sitze hier mitten im Winter in Köln. Sitze vor einem Computer, starre auf einen Bildschirm, in dem mir Mutter Natur vorgegaukelt wird und nehme für euch ein Let's Play auf. Mache ich irgendwas falsch in meinem Leben? Das ist eine Frage, die ich mir bisweilen stelle. Aber ich muss sie in diesem Augenblick klipp und klar beantworten. Nein, natürlich nicht. Was für ein schönes Spiel, was für eine atemberaubende Aussicht und was für ein wunderschönes Stellvertreterleben, das wir hier führen können in diesem Rollenspiel. Jetzt hätte ich gerne gesagt, Falk, bitte mitkommen. Stattdessen habe ich diesen Depp an meiner Seite, Ray. Sehr ungerne, muss ich ehrlich sagen. Falk wäre mir lieber. Falk kommt mir mittlerweile vor wie so ein treuer Hund. Also jemand, den ich total schätze, gerade deshalb, weil er nicht gleichgestellt ist. Und stattdessen habe ich diesen aufmüpfigen Ray jetzt an meiner Seite. Sehr, sehr unangenehm. Wo wir sind an der Küste unterwegs, seht ihr doch. Wir laufen, zu welchem Ziel wollt ihr wissen, zu gar keinem. Wir laufen ziellos in der Gegend rum, sammeln, was wir sammeln können, murksen ab, was uns gerade Spaß bereitet. Sammeln Erfahrungspunkte. Ich habe so viele Missionen hier schon erfüllt. Wir haben die Missionenliste ordentlich geleert, zuletzt. So viele Quests, die wir bewältigt haben, erfolgreich bewältigt haben. Da kann man doch zwischendurch ruhig, das ist wie ein kleiner Urlaub hier, innerhalb der Freizeit ein Rollenspiel zu spielen. Einfach mal ziellos rumlaufen, einfach sich alles angucken. Pflanzen aus dem Boden reißen, Lebewesen abmurksen, was man so macht, wenn man einen Traumurlaub hat. Da vorne mehrere rote Punkte, als wieder irgendjemand, den wir angreifen können. Ja, ich sehe schon. Verbannte. Ja, das tut mir sehr leid für euch. Tut mir echt leid. Da stehen mehrere nebeneinander. Okay. Kämpfe duldig. So, hier sollten die mich eigentlich nicht erwischen können, weil ich hinter dem Felsen stehe. Aber jetzt. Hey, ich dachte, da kämpft jemand mit an meiner Seite. Unverschämtheit. Es geht doch anders. Oh, wie schön. Ein Schiffchen nur für mich alleine. Und da unten. Ein Opfer. Ja, ich weiß, das war feiger. Frauen zu töten ist sowieso nicht unbedingt die angenehmste Art und Weise, mit dem zarten Geschlecht umzugehen. Aber viel schlimmer finde ich persönlich, auf Frauen zu treffen, die einem den Schädel einschlagen. Davon gibt es genug welche. In Zweifelsfall bin ich, glaube ich, lieber, gehöre ich lieber zu den Männern hier, die bisweilen das zarte Geschlecht sind, also solchen Kriegsweibern. Ich merke, ich habe dummes Zeug geplappert. Sind die Frauen jetzt unterlegen oder sind sie mir überlegen im Spiel? Ich glaube, es ist wie in der Wirklichkeit. Mal so und mal so. Ich weiß nur, ich vermisse Falk. Wo bist du, Falk? Bist du Falk? Nee, das ist Ray. Verbannte. Die haben... Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Da hast du recht, Ray. Ähnlich wie Falk, jederzeit bereit zu einem coolen Spruch, bevor wir uns hier alles anschauen. Noch ein Pflänzchen pflücken. Tatsächlich, ne? Ein Schiffswrack. Ein Stuhl, wo wir uns reinhocken könnten. Warum greifen die Verbannten uns an? Versteht ihr das? Die sind doch hierhin verbannt worden, nicht unbedingt, weil sie Verbrecher sind und Schurken, die jeden angreifen. Hier können wir gleich Nickerchen machen und machen das auch. Sondern deswegen, weil die Berserker die nicht mehr haben wollten. Die müssen deshalb nicht zwangsläufig schlechte Menschen sein, oder? Oh, was ist das? Metallschrott? Ja, sehr schön. Oh, hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterrutschen. Hübsch, wa? Ray. Ah, hier kann man auch die Treppen rauf. Kommt man hier rein? Nein. Kommt man hier rauf? Ja. Was für ein verrosteter alter Kahn. Gott, mir wird total schwindelig, wenn ich hier drauf gucke. Wir stehen gerade, das Schiff ist total schief. Das Wasser und der Meeresspiegel im Hintergrund wiederum gerade, da kommt man total durcheinander. Hier fühle ich mich wie ein Kapitän in der Badewanne.
der Sandbank hier. Kann ich hier außen lang? Kann ich dabei ertrinken? Habe ich ein Autosave? Nein. Oh Gott, habt ihr das gesehen? Die ganze Welt wackelt. Lass es mal weiterlaufen. Gar nicht so übel hier, oder? Ja. Ob ich zu der Insel hinkomme? Sollen wir das mal wagen? Ist das möglich? Kann man da hinkommen? Spannende Frage, oder? Sollen wir das mal testen? Also wenn, dann ist da entweder eine dolle Belohnung oder ein dolles Monster oder beides. Wir machen mal ein Nickerchen, Ray, und dann bis zum Mittag, sagen wir mal. Und, ach, ich habe ja noch ein bisschen... Doch, wir machen ein Nickerchen bis zum Mittag. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir dahin fliegen können. Entschuldigt bitte, dahin schwimmen können. Ich bin schon ganz aufgeregt. Das ist mein Schlafsack, Ray. Nimm du bitte deinen eigenen. Mit Falk wäre ich bereit zu kuscheln. Aber dieser Ray, er ist sicher ganz ungewaschen und mieft. Das hat gut getan. Immer wieder ein schönes Gefühl. Brauchbares in den Trümmern hier. Immer wieder ein gutes Gefühl mit seinen ganzen Klamotten und mit seinem Stiefel in den Schlafsack reinzuschlüpfen und sich einzubilden, das sei hygienisch. Aber wir sind ja bei den Outlaws. Ja, ich speichere mal ab, Schnellspeichertaste. Hier könnte man verweilen. Ja, aber nicht lange. Wenn wir Zeit hätten. Vielleicht können wir sogar einen Kopfsprung machen. Ein Körper. Ein Körper ins Meer. Ob das klappt? Mal schauen, ob wir dahin schwimmen können. Drück mir die Daumen. Kann ich eigentlich schwimmen? Also, kann Jax schwimmen? Anscheinend ja. Wir haben ja auch so kleinere Schwimmübungen schon gemacht in diversen Bächen und im See sind wir auch mal geschwommen. Aber über das ganze Meer in voller Kampfklamottentour, in voller Kampfmontur mit all unseren Waffen, mit dem ganzen Inventar. Wir haben Unmengen von Sachen dabei. Können wir auch tauchen? Nein. Unmengen von Sachen dabei, die müssen sie eigentlich unter die Wasseroberfläche ziehen und da wird uns schon rot angezeigt. Gefahr, Gefahr. Interessant. Auf was man so kommt, wenn man den Quests nicht folgt. Da oben ist es rot. Er ist mitgekommen. Sehr gut. Guter Mann, Ray. Ich vermisse Falk. Das ist doch... Ich finde, das sind mit die Sachen, die einem beim Rollenspiel doch am meisten Spaß machen. Der typische Geruch eines Fischerlaufs. Irgendwie erinnert es mich an etwas... Interessant. Nein. Aber woran denn? Ein Fischerdorf um die Ecke? Ist das ein Feind? Wird uns rot angezeigt, wenn uns da hinten... Da hinten ist ein Teleporter, schaut mal! Das ist ja ein Ding. Also, der oder die? Die muss nicht unbedingt uns feindlich gesonnen sein. Hallo, Katha. Ah, ein weiterer Verstoßener. Da hinten kannst du dir einen Platz zum Schlafen suchen und was die Nahrung angeht... Naja, du hast ja genug Zeit zu lernen, wie man sich selbst versorgt. Dieser Platz bietet genug Schutz, sodass du die nächsten Tage am Leben bleibst. Jetzt mach es dir erst einmal bequem und brat dir ein Stück Fleisch. Es ist zwar kaum noch was da, aber das hier kann ich noch entbehren. Wie liebenswürdig. Und erstaunlicherweise ist das schon wieder ein Klon, ein Drilling, ein Vierling von Kaya oder den anderen. Das sind Schwestern. Die sehen sich alle so ähnlich. Unglaublich. Das ist unfassbar. Was genau ist dir widerfahren? Tja, wo fange ich an? Schieß los. Sag mir einfach, dieses verfluchte Gesetz der Berserker hat mich meiner Existenz beraubt. Aha. Ich wurde des Diebstahls bezichtigt und ohne viel Federlesens abgeurteilt. Kann passieren. Aber da erzähle ich dir ja nichts Neues. Dir scheint es ja ähnlich ergangen zu sein. Nein, ich bin doch Kleriker. Ich bin frei und gehe, wohin ich will. Mach dich nicht lächerlich. Wenn du frei bist, warum bist du dann hier? Kein vernünftiger Mensch wagt sich freiwillig hierher. Dann bin ich wohl kein Mensch. Ein freier Mann und ein Spaßvogel. So einen wie dich trifft man wirklich nur selten. Ja, lass uns ein wenig Küchenphilosophie betreiben. Wenn du unzufrieden bist, ändere was daran. Ich kann nicht. Ich sitze hier fest. Selbst wenn ich mich wieder zurück nach Goliath kämpfe, ändert das nichts an dem Urteil.
Und wer sich gegen das Urteil stellt, den erwartet der Scharfrichter. Das kann ich doch nicht sagen. Der Scharfrichter. Ein falsches Urteil ist nichts wert. Das Urteil eines Warlords ist niemals falsch. Aha. Man kann sich dem nicht entziehen, vertrau mir. Erst wenn das Urteil wieder aufgehoben wird, kann ich zurück. Aber um das zu erreichen, muss meine Unschuld bewiesen werden. Oh, ich rieche eine Mission. Das kann allerdings nur ein Außenstehender. Mir sind hier die Hände gebunden. Klingt gut. Pack deine Sachen. Ich sorge dafür, dass du bald nach Goliath zurückkehren kannst. Vertrauensselig, dieser Jax. Du willst mir also helfen? Ich gebe zu, es klingt verlockend. Da du nicht zu den Verbannten zählst, kannst du nach Goliath aufbrechen. Allerdings gibt es ein Problem. Ja? Niemand wird dort an meine Unschuld glauben. Schon gar nicht Warlord Cormac. Er ist von meiner Schuld überzeugt. Aha. Reden hilft uns da nicht weiter. Oh oh. Dann denk nach. Das tue ich schon. Nicht so ungeduldig. Da ich nicht weiß, wie die Lage in Goliath ist, brauchen wir jemanden, der sich vor Ort gut auskennt. Jemand, der vertrauenswürdig ist. Mhm. Jemand, dem die Gesetze nicht das Leben diktieren. Falk. Das trifft definitiv auf Falk zu. Alrik? Wer ist denn nochmal Alrik? Nein, doch nicht Alrik. Alrik, das ist der Hehler, oder? Genau, das ist der Hehler, der uns bestochen hat, der Jax eingeredet hat, wir sollten das Schwert von Ragnar mopsen, dieses antike Schwert. Und der soll vertrauenswürdig sein? Das ist doch völlig absurd. Nee, komm. Wer soll das sein? Kennst du Alrik, den Händler in Goliath? Was? Ja. Such ihn in Goliath auf und bring in Erfahrung, ob er mir weiterhelfen kann. Wie bitte? Er ist ein alter Freund und ein Schlitzohr. Ich bin mir sicher, er weiß Rat. Ah, ah. Also ganz ernsthaft, wenn sie eine alte Freundin von Alrik ist und Alrik ist dieser Spitzbube, dann wirft das ein ganz schlechtes Licht auf sie. Was habe ich mir ja bloß aufgehalst, welche Aufgabe und überhaupt wie vertrauensselig ist Jax plötzlich. Rennt hier hin, kennt kein Schwein, taucht plötzlich eine Wildfremde auf, die sagt ihr irgendwie, ja, ich bin hier weggeschickt worden, aber irgendwie, ohne dass ich das näher begründen oder erzählen und möchte, ist er sicher zu Unrecht geschehen und sofort schlägt er sich auf ihre Seite. Der war doch bislang von einem gesunden Misstrauen beseelt. Was ist da los? Cutter. Halt die Ohren, Steff. Ja, danke. Kluger Ratschlag. Dann wollen wir uns ja erstmal ein bisschen umschauen gehen. Vielleicht noch mit den anderen reden. Und den Teleporter natürlich gleich freischalten. Was liegt hier? Bitte ja! Das hat sich gelohnt. Reines Elex. Cool, wunderbar. Boah, was wir hier alles einsacken können. Hier können wir ein Schläfchen. Perfekt. Perfekt. Ein Mana-Trank zum Verkloppen. Zum Verkaufen. Verkloppen sagt man bei mir im Rheinland manchmal. Man kann Menschen verkloppen oder Gegenstände. Wenn man einen Menschen verkloppt, ist er danach kaputt. Wenn man einen Gegenstand verkloppt hat, ist man den danach los und man ist selber reicher. Ein guter Becher, jetzt fehlt nur noch sanftes Klopapier. Ich träume von sanftem Klopapier. Ich wäre dann so reich, bitte irgendwo sanfte. Ein kleiner grüner Stein ist sehr gut für das... Ja, und Wein ist immer... Oh, meine Güte, ich werde hier zugeschüttet mit Geschenken. Ich kann hier mopsen ohne Ende und niemand beschwert sich. Ihr merkt richtig, ich rede schon, als ob ich ein Stimulantium von den Outlaws gratis bekomme. Ach, ihr kann ich sogar hier mopsen. Was ich hier alles darf. Wow. Das war ja simpel. Zu einfach. Ja, das finde ich auch. Klopapier. Immerhin kein sanftes, aber Klopapier. Die verstecken ihr Klopapier in Truhen. Vielleicht, weil das hier als besondere Kostbarkeit gilt. Hallo, Verwandter. Jetzt nicht. Der ist gut. Der kann ja Hähnchenkeulen essen in der Verbannung. Jetzt schalten wir erstmal da hinten den Teleporter frei, ihr Lieben. Wird da ein Monster angezeigt? Ein Tier oder was? Ja, ein kleines Monster da hinten. Erstmal aktivieren. Eine Runde hier drum laufen. Auflesen, was darauf wartet, aufgelesen zu werden. Einmal hier hops. Die sind echt verbannt. Das verborgene Tal für die Verbannten ist es ja eigentlich nicht mehr. Aber es ist immer noch weit, weit draußen.
Oh, das kann man gar nicht pflücken. Da hinten ist ein Fass. Ein Rudelführer. Hätte ich fast Heil Hitler gesagt, aber ich glaube, das ist eine andere, ziemlich abgefahrene Welt, in der der Begriff Rudelführer mal eine ganz andere Bedeutung hatte. Wie gut, dass diese Welt untergegangen ist, wir uns stattdessen in dieser hier bewegen können. Diese hier ist mir ein bisschen lieber. Die ist zwar auch rau und wild und Verbrecher gibt es hier auch, aber irgendwie hoffe ich und träume ich davon, dass ich hier alles zum Happy End bringen kann. Und schauen, was hier oben ist. Wenn die Viecher nicht wären, dann wäre... Eigentlich ganz nett hier. Ja, finde ich auch. Der sagt hin und wieder, es ist mein Eindruck schon Sachen, die ein bisschen abwechslungsreicher sind, als die Sachen, die einem Falk immer um die Ohren... Oh Gott, wenn der Falk das mithören könnte. Dann denken, ich hätte ihn nicht mehr lieb. Komm mal da oben hoch? Ja, natürlich kommen wir da hoch. Alle, hopp. Das ist so hübsch. Ich fühle mich richtig als Bergführer hier. Und Ray? Ray ist mein Sherpa. Oh, ist das eine Pflanze da? Schaut mal. Oder ist es einfach nur so Grünzeug? Ist das Unkraut? Das ist gar nichts. Der höchste Punkt der Insel. Und wer ist hier? Aua, ich noch nicht. Komme ich hier so hoch mit Klettern? Ja. Oh, Mensch, Ray, du verdirbst mir die Aussicht. Hinten ist noch was. Schaut mal, da ist noch ein Tier, was rumläuft. Und noch irgendetwas, irgendwelche menschlichen Überreste. Die Insel ist echt klein. Wie nervös der auf der Stelle hin und her tanzt. So, da wollen wir mal gleich weiterfliegen. Die kriegen wir doch jetzt im Handumdrehen. Komplett aufgedeckt, die Insel, und untersucht. Das Biest kaufe ich mir. Mach ihn tot, Ray. Du schaffst das. Go, Ray, go. Ich drücke die Daumen. Ein Unternehmen. Ja, komm, du packst das. Ich komme vor wie in der Arena. Ray, Ray, Ray. Wie läuft der denn jetzt? Oh, komm, Ray, noch einmal zuhauen. Einmal noch. Komm, Ray. Komm, gib's ihm. Ray, jetzt. Jetzt, Ray. 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 Ray? Man muss ja denn alles selber machen. Also Falk, das hätte Falk, glaube ich, besser hinbekommen. Obwohl, ich habe oft verzweifelt nach Falk gerufen und geschrien mit der Bitte, ob er nicht mal auch mal einen Schuss abgeben soll. Mächtige Heilpflanze. Und was ist das hier? Zwei Lappen an dem Kreuz. Damit meine ich jetzt nicht etwa zwei gekreuzigte. Zwei Lappen an einem Kreuz. Sondern ich meine wirklich Lappen. Das war, glaube ich, keine schöne Bemerkung. Könnt ihr das bitte vergessen von mir? Das war irgendwie... Ah, Mist. Jetzt sind wir schon bei 18,5 Minuten. Oh, schaut mal da hinten. Ich bin ja ein bisschen sprunghaft. Im wirklichen Leben bin ich ein beharrlicher Mensch, aber hier, ich sehe irgendwas und schon vergesse ich alles andere, will dann noch hin. Alles, woran es mich vorher gezogen hat, alles, wovon ich geträumt habe, alles, wofür ich mich geschämt habe, ist dann futsch. Wow, großer Elixit-Bottle mit... 50 immer... Oh Mensch, Ray, geht doch mal zur Seite. Wisst ihr, was ich machen könnte? Ich könnte ihm einfach sagen, bleib bei ihr stehen. Dann sehen wir den nie mehr. Nie mehr. Das wäre quasi meine Ray-Müllkippe hier. Dann wäre der entsorgt. Hier würde nie irgendjemand finden. Soll ich das machen? Das wär aber böse, oder? Das wäre richtig, richtig... Oh, wow, sieht das schön aus. Und schon wieder springt der ADHS-Charakter. WB. A.K. Jux hin und her, von einem schmutzigen Gedanken zu einem dummen Witz, zu einem blöden Spruch, zu einem Abenteuer, von einem Kameraden Falk zum nächsten zu Ray hin und her. Mal verzaubert, mal dumm plappernd, aber nie alleine, weil nicht nur entweder Falk oder Ray an meiner Seite ist, sondern außerdem immer
Eine große Gruppe von Menschen. Ich sehe Menschen, sagt doch schon der kleine Junge in diesem Film da, ne? Ich sehe tote Menschen. Ich sehe keine tote Menschen, aber ich habe das Gefühl, es sind immer Menschen dabei. Manchmal rufen die mir Dinge zu oder die schreiben mir Dinge auf, die beobachten meine Abenteuer auf Schritt und Tritt. Ich habe das Gefühl, da sind immer Leute, die mir was zurufen, wie zum Beispiel WB. Geh da hinten hin, geh dorthin, erfülle als nächstes diese Quest oder jene. Denke an dieses oder jene jedes Upgrade. Ich höre Stimmen, ich lese Stimmen. Bin ich verrückt?